bittere Niederlage für die Damen vom TC 1899 Blau-Weiß. Im Hauptstadtderby gegen den TuS Lichterfelde halten sie lange mit, müssen sich aber zum Schluss mit 1:3 geschlagen geben. Ja, ich meine, wir sind immer noch der Aufsteiger, aber wir sind einfach mit der Erwartung reingegangen ins Spiel, dass wir hier heute als Derbysieger vom Platz gehen wollen. Wir haben alles reingeschmissen und ja, wir haben auch ein echt unfassbar gutes Spiel gemacht. Denn eigentlich sind es die Gastgeberinnen in Weiß, die besser in die Partie finden, sich Chancen und Ecken erspielen, diese dann aber leider nicht nutzen können. Und das rächt sich im zweiten Viertel. Zwar können auch die Gäste ihre erste Ecke nicht verwandeln, dafür hat Lea Hüttmann den Rebound und erzielt das erste Tor der Partie. 0:1 der Halbzeitstand, Vorteil Tusli und das Team von Siad Al-Michref in Zugzwang. Die Gastgeberinnen bleiben auch in Spielhefte 2 hartnäckig und die Geduld zahlt sich aus. Maja Stöcker bringt Blau-Weiß durch diesen 7 Meter wieder ins Spiel. Im letzten Viertel alles offen, aber wir konnten dann im letzten Viertel eben taktisch nochmal umstellen und haben sie, denke ich, damit überrascht, weil wir es auch vorher noch nie gespielt haben. So. Das war sehr erfolgreich, weil wir dadurch den Platz breitgezogen haben. Elena Herbst erzielt in der 50. Minute den zweiten Treffer für die Gäste. Susanne Felder macht 4 Minuten später den Triumph perfekt. 1:3 der Endstand in Grunewald. Ja, ich glaube, was wir uns heute einfach vorwerfen müssen, ist, dass wir unsere Chancenbewertung nicht ausgenutzt haben. Ich meine, Tusli hat 3-4 Torchancen, aus denen machen die 3 Tore. Und wir sind sehr viel bei denen im Kreis und kriegen den Ball nicht ins Tor. Tusli damit auf dem zweiten Tabellenrang. Der TC 1899 Blau-Weiß rutscht auf Platz 9 der Tabelle in der zweiten Bundesliga Süd. Die Köpfe will man aber trotzdem nicht in den Sand stecken. Bereits nächste Woche geht es für die Mädels im Duell der Aufsteiger gegen den SC Frankfurt 1880 weiter. Dann soll es auch zu Hause endlich die ersten Punkte geben.